Es passiert wieder irgendwas mit der Aurora und ich verstehe es immer noch nicht ganz. Und wo war denn jetzt hier diese Verstärkung? Foundation, Excavator, Power Generator, Ladder, Reinforcement. Ja, hier, Reinforcement war es. Okay. Dann kommen hier einmal eins hin. Hier können wir keine. Lol. Da können wir keine hinsetzen. Also hier muss auf jeden Fall noch eine hin und ansonsten müssen wir mal gucken. Wir können, glaube ich, schon mal einen Fragment Analyzer hier unten hinsetzen oder so. Naja, setzen wir ihn ganz brav hier hinten hin. Und ansonsten, was haben wir noch? Spezies. Das ist neu. Studiert. Sind es Spezien? Um Blueprints herzustellen, auf jeden Fall. What? Abbrechen. Oh, war ja. Im Ernst? Das ist ja funny. Also wir haben gerade auf die Kiste drauf gebaut. Wenn wir jetzt picken, hängt er trotzdem in der Luft. Ist ja cool. Eva Deconstruct, so. Dann nehmen wir den wieder weg. RMB to drop, so. Dann gehen wir mal raus. Oh, ich höre hier dauernd so komische Geräusche. Ich glaube, das sind die Krebse, die sich dann da immer dauernd öffnen. Und jetzt brauchen wir irgendwie mal neue Felder oder so, die wir noch nicht kennen, damit wir an Ressourcen kommen. Ich muss mal wieder anfangen, hier ein bisschen Struktur reinzubringen. So geht das ja nicht. So, wie sieht das hier unten aus? Ist die Gegend sicher? Sicher ist die nicht sicher. Also hier unten halten sich vorzugsweise diese Krokodile auf, habe ich das Gefühl. Gerade so, was diese Schlingenpflanzen angeht. Das ist so deren Gebiet. Irgendwie. So, Kupfer nehmen wir mit. Metall nehmen wir mit. Das ist eine Pflanze. Wie sieht's mit da drin aus? Warning, 30 seconds of oxygen Oh remaining. ja. Wir brauchen wieder Luft. Gib mir Luft. Danke. Ich warte gerade noch, bis es voll ist und dann schwimmen wir mal rüber. Readings from the Aurora show severe instability in the primary drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state. In T minus 10, 9, 8, 7, 6. Oh, da passiert irgendwas. Ich würde mal gerne. 3, 2. Okay. Da ist gerade die Aurora explodiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Das war die andere Ankündigung für das Update, dass die Aurora explodieren wird und eigentlich auch versinken soll. Was ich jetzt noch gerade nicht sehe, damit man sie nämlich erkunden kann. Ich weiß nicht, wie weit die da schon sind. Aber das sah doch mal gerade krass aus. Naja.
Wir wollten eigentlich Schlingpflanzen cutten. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier dabei nicht gleich gestört werden. Ach, per Rechtsklick, okay. Creepvine Peace. Ach, lol, wir haben die komplett abgebaut, oder wie? Auch interessant. Schick. So, das Metall. Ich mag es überhaupt nicht, wenn es anfängt zu laggen. Und dann würde ich sagen, füllen wir uns mal kurz nochmal an Luft auf. Ah, da hinten ist eins von den Krokodilen. Okay. Naja, solange es uns nicht besuchen kommt, darf es ja da hinten rumschwimmen. Ich würde jetzt gerne hier noch die eine Schlingpflanze holen. Hoffentlich ohne Besuch. Komm her. Da hinten sehe ich schon wieder Salt Desplicit. Na komm. Oder sind wir voll? Tatsache, wir sind voll. Dann Filtered Water einmal trinken, weil ich will das Salz unbedingt noch mitnehmen. Und dann mal zurück zur Basis und nachschauen, was wir mit dem Kram machen können. Boah, Alter. So. Also, ich habe inzwischen richtig Respekt vor diesen etwas größeren Viechern, weil ich paar Mal ein Zusammentreffen mit denen hatte. Und gut, ich habe festgestellt, man kann sie töten. Auch mit dem Messer, das geht, aber man nimmt halt schon Schaden. Und ich möchte es eigentlich nicht riskieren, hier drauf zu gehen. Wie gesagt, weil dann ist das Inventar weg, was man im Inventar hatte, und das ist... wäre ungünstig, finde ich. Deswegen will ich das Risiko nicht eingehen. Dann verarbeiten wir jetzt erstmal das ganze Metall. Und ich denke, da machen wir schon mal Silikon und so. Damit wir bald das größere Unterseeboot bauen können. So, das war's an Titanium. Dann können wir jetzt zu Silikon übergehen. Obwohl, wir könnten... Moment, ich guck mal gerade nach. Wie viel Silikon haben wir noch? Wie viel Quarz? Wir haben nur noch einen Quarz. Okay, dann ist es eh egal. Dann können wir nichts damit machen. Ja, richtig. Dann können wir nichts damit machen. Dive real. Find your way back. Das ist so eine Seilschlaufe, dieses Dive Reel. Das können wir an einen Punkt spannen, tauchen, 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 an einen anderen Punkt spannen und dann können wir anhand dieses Seils zurückfinden. Ich weiß gar nicht, ob wir das in diesem Let's Play drin hatten. Die Pipes kennen wir ja. Noch eine Small Storage Cube brauchen wir nicht. Wie sieht's mit Essen aus? Wir haben keine Fische gefangen. Dann machen wir noch das Titanium zu Titanium Ingot. Das war's auch damit. Und dann laden wir noch ein bisschen was ab und dann geht's weiter. Ach, man kann das Zeugs essen. Dieses Creepvine Piece. Das ist ja interessant. Jo, dann. Gib ihm. So. Schön. Das ist echt angenehm. Salt Desplicit, das lasse ich alles noch drin. Das
Das auch alles. So, dann sind unsere Werte stabil. Oh, wir haben hier ein Loch. Das geht so nicht. Das... Ne, die 4 war unser Repair, ne? So. Loch in der Außenhülle ist geschlossen. Gucken wir mal hier schnell durch. Okay. Und dann geht's wieder raus. Und mich interessiert jetzt, ist die Aurora versunken? Ne, sie ist noch da. Vielleicht kommt das auch erst beim nächsten Update, das weiß ich nicht. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant gemacht, dass man sagt, man lässt das Raumschiff doch noch versinken. Weil ich fand es auch ein bisschen blöd, dass man da nicht hin konnte. Komm, ich will dich kriegen. Komm her. Wo bist denn du jetzt? Ach, du bist da oben. Willst du mich zum Narren, oder was? So. Habe ich dich doch noch gekriegt. Das sind halt einfach die besten Fische. Zumindest die besten, die ich kenne. Sind wir schon wieder voll? Nein. Okay. Gut, dann wo gibt's jetzt noch was zu holen? Ich glaube, hier, das war die Höhle mit den vielen Steinchen, ne? Die wir alle schon geholt haben. Ist hier unten noch was? Oh, wir haben überhaupt keine Luft mehr, sehe ich gerade. Was ist da denn los? Warum werde ich nicht gewarnt? So. Dann geht's jetzt hier mit voller Geschwindigkeit hier runter. Auch etwas, was ich mir noch wünschen würde, wäre ein Ausdauerbalken zum Beispiel, dass man sagt, es gibt Ausdauer und für diese Ausdauer kann man schneller schwimmen. Was bist du denn? Ist ja interessant. Was bist du? Aha. So, hier waren doch noch Steinchen, oder nicht? Wie ist das hier alles creepy? Naja. Wo haben wir jetzt eigentlich auch unser Unterwasserfahrzeug gelassen? Da hinten irgendwo, ne? Das können wir jetzt gleich nochmal nachschauen. Ach ja. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Das hat sich jetzt auch geändert. Wir wurden früher bei 30 Sekunden auch nochmal gewarnt. Jetzt werden wir nur noch bei 10 Sekunden gewarnt. Müssen wir jetzt also auch mal verstärkt selber drauf achten. Damit wir hier nicht ersticken. Och, eins von den dicken Viechern. Oh. Aber nicht sauer werden, ja?